Deutschland im Dauerschlussverkauf. Seit dem Fall des Rabattgesetzes purzeln jeden Tag irgendwo die Preise. Überall locken Prozente. Sogar Handeln ist jetzt erlaubt. Doch ein regelrechtes Feilschgehen haben die wenigsten. Also ich feilsch nicht. Warum nicht? Ja, weil ich mich das nicht traue wahrscheinlich, ja. Ich glaube, weil es einfach nicht gang und gäbe ist hier in Deutschland. Weil man immer noch davon ausgeht, dass man den Preis bezahlt, der auch auf dem Schild steht. Ich denke mal, da ist irgendwie doch noch so ein bisschen die Hemmschwelle, weil da so viele Leute vielleicht auch rumlaufen, dass man sich dann in dem Moment einfach nicht traut. Die Deutschen lieben Schnäppchen, aber sind sie zum Feilschen zu feige oder können sie es am Ende einfach nicht? Auf einem Wochenmarkt in Berlin machen wir den Test. Lockvogel Joe Sugar soll für uns alle möglichen Waren verkaufen. Der Clou? Die Preise für Föhn und Co. stehen nicht fest. Reine Verhandlungssache. Bei uns gibt's heute keine Preise. Alle Preise sind Verhandlungsbasis. Ich bin gespannt, wie Leute reagieren. Erster Versuch. Diese Frau ist anfangs skeptisch. Sie glaubt, unser Lockvogel will sie mit seinen verhandelbaren Preisen hinters Licht führen. Ja, Sie können ja handeln mit mir. Dann nehme ich einen Fünfer. Nee. Also ich habe gesagt, eigentlich sind es 8 Euro, sagen wir. Jetzt haben Sie gesagt 6. Okay, dann bleiben wir bei 6. Ja, bleiben wir. Ach, machen wir nicht. 6 Euro für diesen Föhn. Dann machen wir das in Ordnung. Moment. Wir geben uns zu erkennen. Wir sind die Allestester von Sat.1. Warum haben Sie so lange gezögert? Sie hätten ja von Anfang an handeln können. Naja, weil ich immer davon ausgehe, dass alle anderen, die einem was aufdrängen wollen, Spinner sind. Dass man übers Ohr hauen wird, ist doch selbstverständlich. Oder ist Ihnen das nicht so klar? Also feilschen, ist das eigentlich gar nicht so gang und gäbe? Also für mich ist feilschen nicht gang und gäbe. Der zweite Versuch. Diese Frau interessiert sich für unsere Haartrockner. Sagen Sie mir einfach irgendeinen Preis, den Sie meinen, dafür bezahlen zu wollen, und schon handeln. Also ganz anders als sonst. Ja, das ist mir schon fast wieder unheimlich. Unheimlich? Da fragen wir doch mal nach. Warum haben Sie da nicht zugegriffen? Sie haben gemeint, das sei Ihnen unheimlich. Warum ist Ihnen das unheimlich? Weil man einfach den Preis nicht selbst bestimmen kann. Sie hätten ja feilschen können so ein bisschen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Nein, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Und dann zeigt uns dieser junge Mann, wie Feilschen richtig geht. Sie fangen mit 3 Euro an, ich sag dann mal wie 7. 7. Und was sagen Sie? Ist das schon relativ niedrig, ja? Ja, eben. 7 passt so viel für diesen 5. Ja, ist in Ordnung. Und dann? Würde ich irgendwann sagen, naja, 4. Also 4, okay, dann bleibe ich bei 6. Und was machen wir dann? Ist wahrscheinlich bei 4,30. Nee. Dann sagen Sie 4,70, war? Dann sage ich 4,50. Nee, ich sage dann 5,70. Und Sie sagen dann 4,60. Und wo einigen wir uns am Schluss? Ja, wahrscheinlich bei 5. Wollen Sie einen Haar für 5? Nee. Unseren Haartrockner will er nicht. Wir wollen jetzt aber wissen, warum er so gut feilschen kann. Mein Vater war Araber, den habe ich zwar nicht kennengelernt, aber vielleicht ist es genetisch, bin ich da vorbelastet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wie weit kann man beim Falschen gehen? Wo lassen sich überall Preisnachlässe herausschlagen? Wieder schicken wir Lockvogel Joe Sugar auf einen Markt. Diesmal aber nicht als Händler, sondern als Kunden. Diese Kirschen sind gerade erst von 4,99 € auf 3,99 € heruntergesetzt worden. Bekommt sie Joe noch günstiger? 3 Kilo für 9. 3 Kilo, 9 Euro. 3 Kilo, 10 Euro. 3 Kilo, 10. 9,50 € passt. Kein schlechtes Geschäft. Eigentlich wären für die 3 Kilo Kirschen 12 Euro fällig gewesen. 2 Euro gespart. Sie haben uns 3 Kilo Kirschen gegeben für nicht 12, sondern 10 Euro. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ist das normal? Ist das normal? Ja, eigentlich, das ist nicht normal, aber er hat eine Menge gekauft. 3 Kilo ist für uns eine Menge. Dann, das ist teure Sachen. Wir haben das gemacht. Das Falschen auf dem Markt wird mit Sicherheit immer von Erfolg gekrönt sein. Entweder kriegt man einen Preisnachlass oder man kriegt eine Draufgabe. Unser nächstes Ziel, eine Parfümerie. Wir gehen gleich in eine Parfümerie, in der man mit Kreditkarte bezahlen kann. Das heißt, der Inhaber muss 3% an die Bank bezahlen. Diese 3% möchte ich gerne geschenkt bekommen. Mal sehen, ob es klappt. Hier gibt es sogar 20% auf alles. Noch zu wenig, findet Joe. Guten Tag. Kleine 50 Milliliter für 50 Euro minus 20%. 50 Euro minus 20% macht 40. 40, genau. Und gut, wenn ich Ihnen das jetzt bar bezahle und wir teilen uns die 3%, halbe, halbe. Nee, Sie brauchen mit mir nicht handeln. 40 Euro bleibt 40 Euro mit Karte oder bar. Aber Sie verlieren noch 3% dann. Ist völlig wurscht. Wir geben Ihnen schon 20%. Das weiß ich doch. Das finde ich auch ganz, ganz reizend und ganz toll. Auch die Chefin lässt sich nicht erweichen.
Aber gucken Sie doch mal, da haben Sie doch im Prinzip 1,20 Euro gespart. Ja, aber trotzdem kann ich nicht bei jedem Kunden jetzt eine extra Wurst braten. Joe hat keine Chance. Wir wollen wissen, warum. Sie haben sich nicht darauf eingelassen, auf diese 3%. Warum denn eigentlich nicht? Weil ich nicht für jeden Kunden eine Einzelregelung machen kann. Das wäre unfair. Aber Sie hätten was gespart. Ich hätte was gespart. Und der Kunde auch. Ist richtig, aber der Kunde kriegt 20%. Das ist meiner Meinung nach genügend. Bei unserem Test hat das jetzt nicht funktioniert. Allerdings gehe ich davon aus, bei höherwertigen Gütern wird es funktionieren. Darum unbedingt ausprobieren. Jetzt werden wir es noch mal im Kino versuchen. Der Film läuft schon seit 10 Minuten. Ich werde versuchen, mit einem Ticket 2 Personen reinzubekommen. Ob das wohl geht? Ich glaube schon. Joe setzt sein Sonntagslächeln auf und versucht sein Glück. Können wir eine Karte kaufen und dann ist gut? Ausnahmsweise mal. Das darf ich eigentlich nicht. Wenn der Verleih uns kontrolliert und nachprüft... Nein, nein, nein. Ein Ticket bitte. Aber immer können wir das nicht machen. Fazit: Falschen lohnt fast immer. Man muss sich nur trauen. Denn oft zahlen die Kunden mehr, als sie müssten. Wichtigster Tipp: Im Vorfeld sollte man die Preise ermitteln. Wenn sich das nicht machen lässt, bei Möbeln etwa mit 20% Nachlass rechnen. Und das sind sie, die ultimativen Tricks für erfolgreiches Handeln. Kleine, inhabergeführte Geschäfte suchen, beim Falschen die Ware loben und immer selbst einen Preis vorgeben. Beim Falschen kann man auch viel falsch machen. Man sollte zum Beispiel nie auf das erste Angebot des Verkäufers eingehen, weil gerade dann ist man mitten in der Verhandlung. Darum gilt, unbedingt nachsetzen und selbst noch ein zweites Angebot nachlegen.